Hallo Leute und herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Autobahnpolizei Simulator. In der letzten Folge hatten wir ja mit ihm hier gesprochen, mit dem da an der Information. Und er hat uns gesagt, dass der Steinwerfer wieder aktiv geworden ist und diesmal einen Wagen getroffen hat. Und wir sollen jetzt die Mission Wiederholungstäter. Heißt die Mission, also wir sollen halt dahin fahren, das will der Chef. Und wir werden das jetzt tun in der heutigen Folge. Ja Leute. Und wir steigen wieder in unseren coolen Polizeiwagen mit unserem Freund Hans Haas, Leute. So. Blaulicht an, Sirene an. Los geht's, Leute. Nehmen wir es weiter geradeaus, okay. Muss ich kurz den Ton ein bisschen leise machen. Ich vergesse ja immer, dass das Blaulicht ziemlich laut ist. Und sonst ist es bei mir so laut. Bei euch ist es ja anders als bei mir. Deshalb. So, aber jetzt passt's. Aber ihr gut eindenken. Nicht, dass wir noch irgendwas. Okay, ich bin richtig. Ich war mir nicht sicher, in welche Einfahrt ich sein soll. Aber das war richtig. Okay. Schön hier auf der Beschleunigungsspur sein und gleich hinter dem LKW reinfahren. Super. Hat gut geklappt. So, ich würde sagen, wir machen die Fahrt jetzt noch zusammen, weil es sind jetzt keine 10 Kilometer Fahrten, sondern nur eine 1,4 Kilometer, also 2 Kilometer circa. Und das geht, aber wenn dann halt so 10 Kilometer Fahrten sind, dann cutte ich die euch meistens raus, weil ich fahre dann 10 für eine Viertelstunde und ich will einfach nicht, dass die ganze Folge aus Fahren besteht, Leute. Hier ist Kaiserstädt, man kennt's, Leute. So. Jetzt müssen wir hier nach. Hier da hinten hin. Oh, oh. Nein, nein, Blaulicht. Oh nein, ich hab's vergessen wieder. Oh nein, wie kann man so dumm sein? Ich erledige die Personalienüberprüfung, bevor du mit den Leuten sprichst. Kümmer du dich in der Zwischenzeit doch schon mal um was anderes. Ich hab die Personalien aufgenommen. Alles in Ordnung soweit. Aber in der letzten Folge hatte ich's doch. Das kann ich nicht mehr ausmachen. Was ist das? Mit wem soll ich reden? Sichere Unfallstelle mache ich. Oh, ich bin da wieder zu dumm. Na, das tut mir leid. So. 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 Ja, egal, ist bei der Kofferraum halt offen. So, was sollen wir jetzt machen? Fotografiere Unfallobjekte, machen wir. Hatte mir auch hier letztens jemand gesagt, dass man mit... Mit was tun kann, mit... Oh, ich weiß nicht mehr, wie man zoomen konnte. F und F und irgendwas. Das war eine. So. F und R. Versuche ich gleich mal. So, wo ist denn noch was? Ah, da hinten. Okay. Da. Für vollständige Unfallskizze. Finde Unfallursache.
Nehmen wir uns wahrscheinlich mit dem. Der Unfallursacher war hier. Oh, hier hinten. Hallo, wie geht es Ihnen? Sind Sie in Ordnung? Ja, geht schon. Sie stehen unter Schock. Daher will ich das auch so kurz wie möglich machen. Danke. Fragen Sie mich ruhig. Erzählen Sie uns, was Sie gesehen haben. Alles kann uns weiterhelfen. Das ging alles so schnell. Hier aus dem Nichts gibt's einen Knall und Glas splittert. Okay. Ich mach natürlich eine Vollbremsung und dann... Ja, ist klar. Ja, ich verstehe. Danke für Ihre Aussage. Der Rettungswagen müsste gleich da sein. Mhm. Die werden sich um Sie kümmern. Also die Splitter war's hier. Wie dreht man das? Ah, jetzt. Ja. Da? Ja. Und hier? Hier? Ne. Da? Ja. Ja, eh schießen. Okay, habe ich jetzt auch. Wenn der Unfallursacher... Ah, hier. F untersuchen. Interessant. Diese ja. Pflastersteine werden hier oft für Autobahnparkplätze benutzt. Ah, leider gibt es zu viele Baustellen, um der Spur direkt nachzugehen. Ja, ist so. Die haben das halt getroffen. Ihr seht's hier. Ihr seht's hier eindeutig nochmal. Es wurde hier mega getroffen. Also... Sieht man hier auch wirklich nochmal. Jetzt seht ihr es nochmal besser. So. Okay, Leute. Was müsst ihr jetzt machen? Befrage Unfallbeteiligte aller. Da. Hallo. Können Sie mir vielleicht beschreiben, wie sich der Unfall zugetragen hat? Ja, natürlich. Okay, gut. Also, ich bin gerade noch unterhalb der Brücke und da sehe ich eine schnelle Bewegung. Ja. Was Kleines, Dunkles fliegt durch die Luft. Ich denke gerade noch, der Vogel fliegt aber komisch. Da höre ich es krachen und sehe, dass der Wagen vor mir eine Vollbremsung macht. Ich habe natürlich instinktiv sofort gebremst, aber. Weil das war ja. Die haben ja einen Stein darauf gefunden. Haben Sie vielleicht noch etwas Interessantes gesehen? Ja, vielleicht. Den Stein, der geworfen worden ist, den habe ich vor kurzem noch woanders gesehen. Also einen Stein wie diesen, meine ich. Wir waren an einem Rastplatz gar nicht weit von hier und da wurden gerade Parkplätze neu gepflastert. Ja. Die Steine dort sahen ebenso aus wie der, der diesen Unfall verursacht hat. Okay. Könnte Zufall sein, aber ich wollte Ihnen das auf jeden Fall sagen. Danke, das ist eine hilfreiche Information. Ja. Markieren Sie den Ort bitte auf der Karte. Sind Sie verletzt? Nein, ich war zum Glück nicht mehr schnell, als das passiert ist. Okay. Ich bin etwas zittrig, aber es geht schon. Sie haben einen Vogel gesehen? Nein, ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Vogel. Natürlich liest man immer wieder von Steinewerfern auf der Autobahn. Aber mit sowas rechnet man doch nicht. So, ja. Das war es auch schon. Danke für Ihre Aussage. Okay. Weiter. Da habe ich was bekommen. Ist dann einfach untersuche den Tatort. Okay, Leute, das machen wir dann. Aber also ich pack meine Dinger wieder ein. Dann muss ich sie nicht mehr eindrücken. Da ist was gerade hier.
F schießen, hallo, da oben. Jetzt. Super. Und jetzt können wir einsteigen. Aber hier. Hier uns der Part 2. Okay, Leute, wir steigen jetzt hier an. So. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich. Ah nein, nur 20 Meter. Okay, ich habe halt mehr 20 Kilometer. In dem Boot. So, jetzt habe ich das mal ausgemacht. 42 Meter 8, das ist in der anderen Richtung irgendwo. Ich bin ein bisschen dumm, ich weiß nicht. Hier. Tierwagen 4 sind auf dem Weg. Okay. Weil davon haben die ja wahrscheinlich geworfen. Okay. Wieder so viele Zigarettenkippen. Ja. Und wieder die gleiche Marke. Es ist mit Sicherheit kein Zufall. Ja, ist ja ein Wiederholungstäter. Wow. Und dieses Mal hat er ein Fahrzeug erwischt. Ja. Wir müssen ihn schnappen, bevor noch etwas Schlimmeres passiert. Ist so. Lass uns zu dem Rastplatz fahren. Machen wir. Steigen in Einsatzwagen. Machen wir. So. Erreiche Zielort. Okay, Leute, machen wir. Dann hier mal rum. Super. Gut, es geht dahin. Also wir holen dann jetzt erstmal Speed. Saulicht natürlich auch an. Was auch 100 Meter davor aus, Leute. Diesmal. So, ich habe das ganz kurz für euch den Ton dessen leise gemacht, weil sonst ist bei euch so laut ist, deswegen bin ich ein bisschen hier dagegen gefahren. So. Es ist halt immer so, dass damit ihr die Leute hört, muss ich das bei euch ein bisschen lauter machen. Und dann, damit ihr, wie das Blaulicht nicht so laut hört und mich immer noch gut hört, muss es halt nochmal so machen, Leute. Okay. 3,7. Okay, Leute, ich habe mich irgendwie mega verfahren. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich am Einsatzort. Leute, wir sind jetzt endlich am Einsatzort angekommen. Das hat so lange gedauert. Ich bin, glaube ich, eine halbe Stunde gefahren, weil man musste da 20 Kilometer fahren. Und dann nochmal rum und so. So, Leute. Da sind die Steine. Die heutige Folge wird ein bisschen länger. Wir befragen den jetzt. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Nee. Ja, klar. Ja, habe ich was falsch gemacht? Nein, nein. Sie können uns aber vielleicht bei einem Fall weiterhelfen. Ach so. Na, dann schießen Sie mal los. Haben Sie jemanden beobachtet, der sich bei dem Steinhaufen hier bedient hat?
Die sind natürlich nicht abgezählt, aber ich habe tatsächlich was beobachtet. So ein Typ ist um die Baustelle herumgeschlichen. Ist gar nicht lange her. Als er mich gesehen hat, ist er ganz schnell in sein Auto und losgefahren. Irgendwas war mit dem nicht ganz koscher. Okay, was machen wir? Haben Sie vielleicht noch etwas beobachten können? Ja, ist aber vermutlich nicht wichtig. Der raucht wie ein Schlot und schmeißt seine Kippen überall hin. Können Sie nähere Angaben zu dem Wagen machen? Ja, es war ein grüner Geländewagen. Ein relativ neues Modell. Das Kennzeichen habe ich leider nicht gesehen. Oh, schade. War es zufällig diese Person hier? Ja, doch. Der hatte auch die gleiche Jacke an, wie auf dem Foto. Vielen Dank für Ihre Zeit. Sie konnten uns wirklich helfen. Super. Gern. Allzeit bereit. Ich pflastere dann mal weiter. Okay. Wir müssen Herr Becker über den Fortschritt informieren. Da werden wir jetzt aber nicht so lange fahren, sondern wir kennen es ja. Also was wir machen ist, wir werden Karte und hier nach Nissen reisen, Leute. Deswegen gibt es eine Schnellreise und wir sind da. Ich würde sagen, wir stellen uns wieder hier einfach unser Auto ab. Mal nochmal drehen. Können wir machen. Also die Folge habe ich, glaube ich, wirklich 1,5 Stunden aufgenommen, Leute. Dafür, also falls ihr die Folge gefeiert habt, lasst gerne ein Like dafür da. Auf der Folge. So, bis jetzt die anstrengendste Folge. An alle Einsatzfahrzeuge. Zurzeit verfolgen Kollegen ein flüchtendes Fahrzeug. Wir müssen so dringend die Auffahrten vor ihnen blockieren, damit keine. Okay. Wir gehen dann jetzt noch schnell zu Herr Becker. Roland Becker. Und informieren ihn über unseren Fortschritt. So. Hier. Hier. Endlich machen wir Fortschritte. Ja. Wir haben ein Foto des Verdächtigen und die Beschreibung des Fahrzeugs. Gut gemacht. Danke, Chef. Wir müssen da auf jeden Fall dranbleiben, bevor Schlimmeres passiert. Ich glaube, wir werden bald den Computer-Auswertungs-Videoraum brauchen. Mhm. 15 Meter. Wir haben da wieder was für euch. Jemand hat gerade einen verdächtigen Wagen gemeldet, der aussieht, als hätte er Einschusslöcher. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es wirklich Einschusslöcher sind, aber wir sollten der Sache nachgehen. Boah, das klingt ja wie in einem Film. Wir machen uns gleich auf den Weg. Okay, wir sind jetzt auf der Jagd. Und werden ihn jagen. Aber Leute, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr den Kanal gerne abonnieren und auch gerne ein Like da lassen. Also die Folge hat wirklich lange gedauert zum Aufnehmen, Leute. Dann dürft ihr mir noch gerne auf Twitch folgen. Okami Gaming Samstag geschrieben. Dort ist immer Dienstags, Freitags, Samstags und Sonntags Livestreams. Dann dürft ihr mir noch gerne meinem Discord beitreten. Neben Okami Gaming Discord. Ein Link in der Beschreibung. Dann dürft ihr mir noch gerne auf Instagram Twitter folgen. Okami-Gaming. Und wenn ihr wollt, noch auf meiner eigenen Website schon Okami Gaming von Chandofi bekommen. Macht's gut, bis bald. Und ciao, Leute.